Endlich Schneegrillen, das ist geil. Schaut euch das an, wie schön das ist. Ja, ich habe hier schon ein bisschen geschoben, aber hier die Grills, die sind komplett zugeschnallt. Ja, ich weiß noch gar nicht, mit welchem Grill das ich heute grill. Ich will mich heute ein Hände grillen, also ein Gürgerler, ein Gürger oder Bräule. Ja, und ene, mene, mu, raus bist du. Okay. Dann müssen wir den abdecken, auf den wird heute gegrillt. Ich sage jetzt erst einmal Hallo bei Holgers Grillen. Warum ist doch egal, ich bin dagegen. Auch wenn es euch nicht schmeckt, ich nenne es Freiheit. Ihr nennt es Mangel an Respekt. Ja, manchmal muss man ganz praktisch denken. Es hat schon wieder der Schleier angefangen, das ist sehr schön. Der Anzündkamin, der ist halb voll mit Briketts und glüht. Und hier ist mein Rub, der ist sehr scharf und würzig, der ist sehr, sehr gut. Solche Rubs, ja, und Würzmischungen, die gibt es natürlich zum Beispiel in Hallstatt im Stellraum. Das ist ein Grillfachgeschäft, das ist wirklich top. Das hat alles, was ihr braucht. Natürlich, wenn ihr da reingeht und fragt nach so einem Rub, dann geht er wahrscheinlich mit mehr Rub raus, weil da gibt es verdammt viele gute Rubs. Und ja, und das Personal da drin, das tut euch auf jeden Fall, tut euch sehr gut alles erklären. Und ja, da ich heute keine Lust habe, selber mir was zu machen, nehme ich den Rub heute. Ja. Und dann mal richtig schön kräftig einrubben. Ja. Mit Rub darf man einmal nicht sparen, das bringt nichts. Ne? Man will ja, dass es gut schmeckt. Ja. Der Gürge hat 1,2 Kilo. Ja. Und den legen wir einfach so auf den Grill. Gehen wir einfach mal davon aus, ich habe keinen Drehspieß, ich habe keine Bierdosen oder kein Hähnchenhalter. Ja. Dann geht es selbstverständlich auch so auf den Grill zu grillen. So, ich denke mal, ja, so, den packen wir jetzt noch ein wenig heiß und dann hauen wir ihn auf den Grill. Ja, im Winter ist das natürlich bombastisch geil. Man stellt sich einfach da ein paar so Pfännchen raus, ja, wie das da, das habe ich gerade ein wenig vom Schnee befreit. Dann ist dann gefrorenes Wasser, also Eis und Schnee. Und das nehmen wir dann noch als Tropfpfanne für unser Schneehähnchen. Ich mache heute ein Schneehähnchen. Und ja, der Anzündkamin, der ist gleich soweit. Das heißt, wir füllen die Kohlen in die Kohlenkörbe, rechts und links. Und in der Mitte stellen wir dann unser Schneeeis. Ja. So, da haben wir das jetzt. Ja, dann weiter runter. Dann runter. So. Warte, ich stelle das jetzt schnell da rein. So, guckt ihr, Schneehähnchen, glühende Briketts, Eis und Schnee. Jawohl, ja, das schmilzt natürlich logisch. So, es wird langsam Zeit. Wir backen jetzt einmal den Freund drauf. Das Eis ist geschmolzen. Ja? Und ich lege das zuerst mit der Brust nach unten. So. Guckst du, so schaut es jetzt aus. Schön gewürzt. Unten das Eis ist geschmolzen. Da haben wir jetzt schön Wasser drin. Unsere Briketts. Jetzt machen wir einen Deckel drauf. Trinken ein Seidler und dann schauen wir noch einmal nach. Ja, ich grill das Hähnchen halt richtig primitiv. Keine Grillzange, kein Drehspieß, kein Aufsatz, keine Pfanne, kein nix. Einfach nur der Gürger auf dem Grill, mitten auf dem Rost. Ja, jetzt drehen wir den nochmal rum, nehmen ein Messer, eine Gabel. So, jetzt liegt die Brust nach oben. Dann machen wir den Deckel wieder zu und lassen den weiter schön brutzeln. Im Sommer wird das Bier sehr schnell warm und im Winter sehr schnell kalt.
Auf so einen Grill holt man natürlich eine automatische Bierwärmvorrichtung. Ja, man nimmt da sein Seidler, man trinkt und wenn man fertig ist, dann stellt man die einfach da auf den Henkel und dann bleibt das Bier von der einen Seite wird gewärmt und von der anderen Seite wird es gekühlt. So, wir schauen jetzt alle einmal nach. Das Hähnchen habe ich so circa ja, alle 20 Minuten einmal rumgedreht. Also zweimal da, zweimal da. Haben wir jetzt ungefähr 80 Minuten. Wir machen mal den Deckel auf. Oh ja. Das schaut ganz gut aus. Also ich gehe jetzt einmal davon aus, wenn ich das jetzt noch 10 Minuten so, 10 Minuten so, dann ist es fertig. Dann haben wir 100 Minuten, also eine Stunde 40 bei ca. 180 Grad. Das müsste reichen. Ihr seht schon, die Gewürze werden langsam ein wenig dunkel. Ja, aber das ist ganz normal. Ja, da müsst ihr keine Angst haben. Das ist nicht verbrennt. Ja, das ist schön knusprig. Das ist brauner Zucker zum Beispiel, wo da mit drin ist. Das schmeckt auch noch schwarz ganz gut. So, jetzt machen wir den Deckel wieder zu. Und dann lassen wir es noch ein bisschen in Ruhe. Ich denke mal, es wird langsam Zeit, dass wir mal den Köger probieren. So, was nehmen wir denn da mal? Das Flügelchen. Guck dir mal, wie das vom Knochen fällt. Ja, das ist durch, auf jeden Fall. Hört ihr es? Man knuspert die Haut. Ein Traum. Natürlich ist es saugeil, einen Gürger auf dem Drehspieß zu grillen. War eine Bierdosen, auf einem Bierdosenhalter und. Aber man kann natürlich auch ein Händler. Ganz normal grillen, ohne dass man irgendwelches Zubehör hat. Ich bin dafür. Wir drehen den jetzt noch einmal rum. Ja. So. Oh. Ach Gott, lang. Der Stängel. Der bollert ja auch schon runter. Guck da mal. Der bollert schon runter, ganz allein. Wow, wow, und das Fleisch. Oh, muss ich aufpassen. Butterweich. Fällt alles vom Knochen. Ja, der ist halt ganz allein für mich. Lecker. So, machen wir Schluss für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Holgers Grillen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ein wenig Spaß gemacht. Weil ja, ich finde eigentlich im Winter, wenn es schneit, ist es schöner zu grillen als im Sommer, wenn es so heiß ist. Aber ja, das ist wahrscheinlich Geschmackssache. Ich grill immer. Also macht's gut. Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Holger. Servus.